Juhu! Endlich ist es soweit. Wir sind bereit. Es geht über den Pazifik. Zwölf Monate waren wir jetzt in Mexiko. Drei Anläufe hat es gebraucht, bis es die Genehmigung nach Französisch-Polynesien gab. Und jetzt dürfen wir endlich los. Wir haben unser Motorproblem mit der Einspritzpumpe gelöst. Wir haben ein neues Vorstark drin. Wir haben unsere Dieseltanks voll, die Wassertanks voll. Wir haben genügend eingekauft und sind jetzt mental darauf eingestellt, nach Französisch-Polynesien zu segeln. Wie gesagt, das ist der dritte Anlauf. Der erste Anlauf war im Jahr 2019. Wir wollten gemeinsam mit Glenn die lange Strecke fahren. Und er sollte am 26. März zu uns stoßen. Aber am 23. März wurden alle Flughäfen gesperrt. Also wurde das nichts. Und wir haben gedacht, okay, wir warten einen Monat, dann ist ja diese ganze Sache hier mit der Pandemie vorbei. Aber wie man sieht, hat das ja nicht so funktioniert. Dann haben wir einen zweiten Anlauf genommen. 2020, ja, stimmt. Da waren wir dann drei Tage zu spät mit unserem Antrag. Hat auch nicht geklappt. Die ganzen Grenzen wurden wieder geschlossen. Und jetzt haben wir die Genehmigung. Aber wir sind zu spät. Abfahrtstermin war eigentlich der 15. März. Und Ankunft sollte sein am 15. April. Und 15 Tage haben wir noch Karenzzeit. Mittlerweile ist heute der, weiß ich gar nicht, 9. Wir müssten also gleich in 6 Tagen ankommen, was wir ja nicht schaffen. Und hätten dann noch 15 Tage Karenzzeit. Auch das schaffen wir nicht. Aber was sollen sie denn machen? Sie müssen uns schon nehmen. Also wir hoffen und ihr drückt uns bitte die Daumen, dass wir keine Probleme beim Einklarieren in Nuku'iwa bekommen. Wir wollen jetzt erst nochmal zu den Isla Socorro. Das ist eine Gruppe von Inseln, 300 Seemeilen vor der mexikanischen Küste. Und von da aus geht es dann nach Nuku'iwa, auf die Marquesas. Also die Routenplanung von PredictWind, wir nutzen PredictWind über unser Iridium Go, die sagt, 28 Tage brauchen wir. Aber davon 12 Tage mit Motor. Weil die Windvorhersage sieht nicht so gut aus. Und auch gerade in der Interkonvergenzzone, so etwas nord- und südlich des Äquators, da ist ja meistens gar kein Wind. Und da ist momentan ein riesig großer Streifen, den wir irgendwie durchqueren müssen. Wie stehen die Wetten? Keine Ahnung. Also wir 30 Tage brauchen wir. 29 bis 30 Tage. Ich sage, wir brauchen 28 Tage. Aber ich hoffe, du hast recht. Aber die 28 Tage sind natürlich nicht inklusive unseres Aufenthalts in Socorro. Ach, guck. Nein, geht ja nicht. Wir fahren ja jetzt erstmal 3 Tage nach Socorro. Und von da aus nochmal 25 Tage zu den Marquesas. So würde ich sagen. Ich hoffe, du hast recht. Jetzt geht gleich der Anker auf. Und dann geht's endlich auf den offenen Pazifik. Also ich freue mich. Aber ich habe auch ein kleines, mulmiges Gefühl, so eine lange Strecke und das zu zweit. Also das wird auf jeden Fall ein Abenteuer und eine Herausforderung. Ja, habe ich auch Respekt vor. Ihr werdet natürlich auch weiterhin unsere Videos sehen können. Der Glenn stellt also wöchentlich neue Videos von uns ein. Und wenn ihr keine Folge verpassen wollt, abonniert unseren Kanal, drückt auf die Glocke. Und wir freuen uns auch über jeden Daumen oben. Wenn ihr unsere Route verfolgen wollt, dann findet ihr, Annette,
Dann da oben den Button für die SY Limelight Webseite. Und da könnt ihr unseren Track verfolgen. Somit ist alles gesagt. Wir wünschen euch eine gute Zeit. Bleibt gesund. Tschüss. Bis in hoffentlich 4 Wochen. Bis später. Ciao. Tschüss.